Oi. Was? Hier ist richtig, richtig viel von diesem Erz. Boah, Junge, das baue ich jetzt alles. Let's start again. Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TerraMine. Natürlich wieder mit am Start der Gamers Time. Hallo. So, und in der letzten Folge waren wir hier im Nether unterwegs und haben die ganze Zeit immer irgendwelche Erze gesucht. Und zwar die hier, wartet, Hellstone Ore. Und ich bin jetzt gerade in Feuer gelaufen. Ich bin echt ein Dulli. Wir suchen die noch immer, Hellstone Ore. Ja, wir suchen die immer noch. Wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall schon mal... direkt hier ist schon was, geil. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass man das Hellstone Ore, also für die Leute, die vielleicht selber das Spiel spielen, oder die Mod spielen, dass man das Hellstone-Ohr immer ein bisschen freilegen muss und dann von unten anfangen muss, das abzubauen, weil sonst spawnt Lava. Also nur so als kleiner Tipp, das kann ich euch gleich auch nochmal gerne mit dem letzten Schaden zeigen. Schaden da Lava. Ja, okay, Schaden geht jetzt so, nervt halt einfach nur tierisch, ne? Naja, auf Dauer macht sie böse Schaden. Also erstmal einmal schön freilegen, das ganze Erz, und dann kann man das geil abbauen. Also ich habe direkt neben unserem Portal was gefunden, richtig Deluxe. Ja, ich habe ja auch Hellstone, aber das Problem ist, das ist sehr, sehr weit oben. Da unten ist auch noch welches. Kann man sich hier runterbauen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich bin einfach voll weit in den Nether reingegangen, ne? Ja? Ja, aber du kannst mir die Koordinaten vom Portal zur Not geben, dann kann ich ja... Naja, ich lauf nämlich in der Nähe vom Portal rum. Ich habe gar keinen Bock, mich so weit zu entfernen. Ja, wir wollen ja das Zeug finden, deswegen müssen wir uns ja ein bisschen bewegen. Ja, hier, habe ich jetzt gerade schon fast den Fehler wieder gemacht. Aber ich bin ja der Draufgänger von uns beiden, ich riskiere viel für die Gruppe. Auf jeden Fall, ja, du bist... Oh nein, jetzt habe ich den Fehler gemacht, habt ihr gesehen? Das ist jetzt passiert, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Es war ein bisschen dumm von mir. So. Macht Platz, Schweinemänner, hier kommt der Draufgänger. So, zack. So, zack. So, ich habe jetzt 60 von den Erzen. Du so? Ich habe jetzt hier auch so ein dickes Ding noch gefunden. Geil, da hinten ist auch noch eins. Nein. Also man muss echt so die Augen aufhalten, weil das sieht irgendwie ein bisschen ähnlich aus wie das, auf der Distanz, finde ich, sieht das sehr ähnlich aus wie das Quarz, finde ich. Auf Distanz gesehen. Da ist auch noch ein bisschen was. Alter Schöne, ey. Da ist nichts. Was ist los mit dir? Hier haben wir noch welches. Chillig, wenn das an der Decke ist. Ja, dann kannst du von unten schön wegbauen, ne? Ja. Erstmal, dass ich mich darüber freue, dass irgendwas im Nether oben hängt. Ja, ist auch so. Boah, ich bin schon gespannt, wenn wir da mit den richtig krassen Sachen rumlaufen. Rüstungen und so. Boah, das wird richtig abgehen dann. Frage ist, ohne Scheiß, ne, wir brauchen richtig viel dafür. Ich habe jetzt ein Stack. Hast schon mal einen Barren hergestellt? Ne, soll ich das mal eben machen? Ich habe nämlich übelst viele Schmieden eingesammelt. Ja, du kannst ja einfach mal eine aufstellen da. Irgendwo. Also, ich stelle mal eine auf und dann mache ich das mal. Wir brauchen bestimmt 4 Stück für einen Barren. Nee, geht nicht. In der Hellforge geht das nicht. Muss aber. Muss. Ohne Witz, ich lege das Eisen hier rein. Ich mache das jetzt einfach mal so. Mach immer einen mehr rein. Kann nur sein, dass wir 5 für einen Barren brauchen oder so. Nee, geht nicht. Hey, willst du mich veräppeln? Ich veräppel dich nicht, ohne Scheiß. Vielleicht müssen wir da noch Holz mit reinlegen oder so, ich weiß es nicht. Aber es geht nicht. Glaub es mir. Ja, ich hab... Da müssen wir nochmal gucken, wie wir die Barren herstellen. Ich hab das nämlich jetzt einmal komplett vorgelegt. Ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns einfach in der nächsten Folge, wie man die Barren herstellt. Weil wir müssen jetzt sowieso noch ein bisschen abfarmen und dann gleich auch nochmal irgendwann zurückgehen, ne? Ja. Ja, wird bei mir ein bisschen kritisch dann am Anfang. Erstmal jetzt. Warum? Ja, ich bin voll weit im Nether reingegangen, ey. Meinst du, man kann den Spiegel benutzen, um zurückzukommen? Weiß ich, probier's mal aus. Ich hab ihn ja nicht.
Ich habe Angst, dass das ein Nersatz zu benutzen, Alter. Nicht, dass ich dann in irgendeinem Void verschwinde oder so, keine Ahnung. Alter! Ja, man weiß ja nie bei solchen Modpacks. Schiebt sich hier voll die Paranoia, ey. Hast dich über eine Sache nicht informiert, bist du auf einmal weg. Bist du in der Ewigkeit gefangen. Das wird's wahrscheinlich werden. Stell mal vor, du wärst in einem Raum gefangen, wo nichts ist, gar nichts. In einem Raum, wo einfach nur schwarz ist die ganze Zeit, überall. Nein, nur weiß, alles weiß, alles weiß. Du siehst alles, aber es ist alles weiß. Das wäre schon krass. Der richtig scheiße, Mann. Weißt du, was ein ekliger Gedanke ist? Was denn? Versuch mal daran zu denken, wie es sein wird, wenn du tot wirst. Da muss ja was mit deinem Sein passieren. Wie es dann weitergeht. Ich denke, das ist genauso wie vor der Geburt. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Einfach weg. Davon nichts mehr mit. Aber es ist trotzdem voll der bekloppte Gedanke, oder? Weiß ich nicht. Das ist aber einer der ältesten Gedanken, die es gibt. Wenn du überlegst, die ganze Kirche baut ja so ein bisschen darauf auf Tod und Leben. Und ja, vor allen Dingen auf der Tatsache, dass nach dem Leben, nach dem Tod noch das Leben weitergeht. Ja, ich denke auch. Ich denke, dass man im Neta spawnt kann. Das ist ein Spasti, ey. Ohne Witz. Also ich glaube, dass man einfach nichts mehr mitkriegt. Man hat sein Leben gelebt und dann ist vorbei. Ende. Licht aus. Also ich würde gerne mir wünschen, dass meine Seele irgendwie in dieses Spiel übergeht. Damit in Minecraft? Damit würde ich mich, Alter, wohlfühlen. Das wäre richtig Deluxe. Und dann immer Survival Game spielen. Kann man die Bälle zurückschlagen vom Gast? Vom Gast? Ja, welcher Gast? Ja, diese Geister, die hier rumfliegen. Oder hast du den mit dem Bogen gemacht? Gast. Ich denke, was für ein Gast, Alter. Ohne Scheiß. Der Gast hat einen Gast auftritt. Ja, hier bei uns. Ist schon gut. Jetzt mittlerweile habe ich ihn getötet, bevor du mir die Antwort gegeben hast. Ja, aber was fragst du da? Du kannst die Dingens zurückschlagen, du musst blocken. Mit Blocken schlägt er die zurück? Mit Blocken haust du die Feuerbälle zurück, ja. Boah, hier ist kein Höllenfeuer-Dingsbums-Teil. Ey, müssen wir übrigens diese Höllenschmiede, ne, die ich jetzt eingesammelt habe, ist das die gleiche wie die, die wir bauen können? Ja, das wird die wohl sein. Also, du hast nie im Leben ein Rezept für die Höllenschmiede gefunden, weil die kann man nicht bauen, die kann man nur finden. Also, hier. Für mich sah das so aus in dem Video, dass man die bauen kann. Ja, aber das ist doch total ich weiß nicht. Aber du brauchst halt Items aus der Hölle, ne? Um die bauen zu können. Also du musst auf jeden Fall in die Hölle gehen, um die bauen zu können. Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken dann. Irgendwas machen wir verkehrt vielleicht noch. Da unten ist ein Blaze Rod. Ja, rast halt instant aus, Alter. Der scheiß Blaze Rod. Also ich bin jetzt hier ein bisschen... Höllenerz. Wie viel hast du davon? Ich habe jetzt mittlerweile ein Stack und nochmal fast ein Stack. Okay, ich habe jetzt fast, also ich habe jetzt 12 Hellforge. Hä? Zander, was redest du da? Ich habe 12 Hellforge eingesammelt schon. Ja, aber was bringt das, wenn du 12 Schmieden mitnimmst? Weiß ich nicht, ich habe gedacht, das wäre cool, Alter, dann sind wir einfach die Könige, weil wir einfach 12 Stück von denen haben. Und jeder, der bei Terra Mind spielt, sagt... Boah, ich hätte auch gerne so viele wie Zander und G-Time. Ja, die werden auch alle sagen, ja, wir gucken uns nur bei denen die Videos an, weil Zander hat 12 Schmieden dabei gehabt. Ja, Ende. Genau. Ja. Ja, machen die auch. Alle Leute gucken die Videos von uns, weil wir die meisten Schmieden haben. Alle Zuschauer denken, boah, sind die cool. Die haben so viele Schmieden. So viele Schmieden will ich auch in meinem Leben besitzen. Ja, das werden die auf jeden Fall. Das werden die auf jeden Fall denken. Du lachst, Kevin. Du lachst. Aber nicht mehr lange, weil die Lava mich hier gerade zerberstet. Hey, weißt du, warum du nicht mehr lange lachst? Weil du bald die Kommentare liest, wo alle Zuschauer das schreiben werden. Ja. So viele Schmieden. Oder weißt du, was sie schreiben werden? Weiß ich jetzt schon, was sie... Redet mal über Dinge, die sinnvoll sind und nicht über so eine Scheiße. Was denn? So sinnvoll. Kann sich auch über alles im Leben aufregen, ist einfach so. So,
Also ich habe jetzt ja, 2 Stacks und 12 Erze nochmal extra. Wie hast du schon? Warte. Ich habe jetzt auch 2 Stacks und ein Erz extra noch. Ja, guck mal, und ich habe sogar noch 12 Hellforge dabei. Also kann man nichts sagen hier. Ja, auf jeden Fall. Was sind das eigentlich für komische Blumen hier? Ich weiß nicht, ich habe die auch abgebaut. Da habe ich diese komischen Samen aus der letzten Folge, diese Bottom Seed oder wie die heißen. Fire Blossom Seeds. Ja, genau, Fire Blossom Seeds. Die Frage, was man damit machen kann, ne? Ja. Da ist noch ein Vorkommen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen hier einen Screenshot geschossen. Geschossen? Ja. Man sagt ja auch, ich schieße eben ein Foto, oder nicht? Ja, dann, oh, Scheißdreck! Ein Gas. Ah, mit einem Schuss getötet. Mit dem Bogen, ne? Der ist richtig. Oi, 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 oi. Was? Hier ist richtig, richtig viel von diesem Erz. Boah, Junge, das baue ich jetzt alles ab. Danach bin ich der Vernichter. Zack. Zack. Ich glaube, dann haben wir erstmal genug. Also dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich in der nächsten Folge erstmal Barren herstelle und wir uns dann das Equipment hiervon machen. Ich habe auch noch richtig viel gefunden. Die Sache ist aber die, wir müssen halt erstmal gucken, wie wir die Scheiße herstellen, ne? Ja. Das ist einfach eine Tatsache. Ja, das auf jeden Fall muss man das in der Höllenfeuerschmiede einschmelzen, das weiß ich. Weil das in Terraria genauso ist. Vielleicht müssen wir irgendwas dazu tun. Vielleicht klappt das auch einfach in der Hölle nicht. Ja, vielleicht kann man sein. Das nur in der wirklichen Welt machen. Na, weiß ich nicht, das kann sein. Weißt du eigentlich, dass es bald ein neues Minecraft-Spiel geben soll? Neues Minecraft-Spiel? Ist kein Scheiß jetzt, ja wirklich. Was denn für ein Minecraft-Spiel? Minecraft Story heißt das. Das ist ein Minecraft mit einem Story-Modus. Zusammen von Mojang und Telltale Games wird das entwickelt. Ja? Ja. Und ist jetzt aber kein Scheiß jetzt. Also das ist jetzt kein Scheiß, ohne Witz. Es ist wirklich kein Witz. Und die wollen das auf der... Also ich bin ja jetzt gerade in diesem Moment, wo ihr dieses Video seht, bin ich ja auf der Minecon. Und ich werde da, denke ich mal, auch was drüber twittern. Ist kein Scheiß jetzt, wirklich. Und wird das auch so... Die haben gesagt, dass es sehr wahrscheinlich auf der Minecon geteased wird, was da jetzt passiert. Die haben das letztes Jahr schon angekündigt. Und da geht es nur um Story, so Quests erfüllen, oder? Es soll einen richtigen Story-Modus geben, genau. Und Telltale Games oder Mojang, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, irgendeiner von den Entwicklern hat letzte Tage auf Twitter wohl irgendwie ein Bild oder so veröffentlicht. Das habe ich gestern auf einer Newsseite gelesen. Da sind irgendwie 12 Bilder zu Minecraft Story veröffentlicht worden. Da gibt es eine riesen Stadt, die gebaut wurde und man vermutet... Das ist natürlich alles so Vermutung, also bitte nicht an die Wand nageln, wenn es dann nicht so ist. Dass die Geschichte, bevor Steve alleine auf die Minecraft-Welt kommt, erzählen. Okay. Also da geht es nicht so groß um Bauen in diesem Ding, also was die da machen. Nein, es gibt eine richtige Story mit NPCs, eine richtige Geschichte, die du spielst. Okay. Eine richtige Story. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ob die da PvP mit einbauen oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine Kooperation zwischen Telltale Games und Mojang. Und grafisch ist das genauso wie Minecraft oder was überarbeitet noch? Ich kann es dir nicht sagen, aber es sah auf den Screenshots so aus wie normal Minecraft. Okay. Ja, gut, dann finde ich das, also so jetzt an sich ist eine gute Idee, aber ich fände krass, wenn die einfach ein bisschen mehr so an Minecraft patchen würden, weißt du, wie ich das meine? Dass ich denke mal, das wird ja auch noch kommen. Der 1.9, ich finde der 1.9er Patch ist ja auch eine geile Sache, aber... Keine Ahnung, ich finde, die könnten viel mehr, also Minecraft, da ist doch viel mehr Potenzial nach oben, ne? Klar, auf jeden Fall. Es kommt auch noch alles irgendwie. Aber momentan, ich denke mal, das wird alles passieren, wenn das so richtig losgeht, wenn Microsoft sich da so ein bisschen mit einklingt. Weil dann haben die einfach mehr Möglichkeiten, mehr Programmierer wahrscheinlich und sowas alles. Ja, also am Budget wird es nicht gelegen haben. Nee, das auf gar keinen Fall. So, ich habe jetzt hier nochmal ein dickes Vorkommen. Eine riesen Nether-Festung, Alter. Eine riesen Nether-Festung. Aber das Problem ist, in der normalen Nether-Festung, da gibt's einfach nichts Besonderes, so, weißt du? Ja. Ich nehme jetzt noch das ganze
jetzt hier mit und dann mache ich mich auf den Rückweg. Damit wir dann. Okay, weißt du denn, wo du hin musst? Ja, auf 0 und minus 80. Ich bin auch fast in der Nähe schon. Also nächste Folge. Oh fuck, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Also ich habe richtig viel und ich würde sagen, dass ich jetzt einfach mal zurückgehe. Ja, wir sind auch schon mittlerweile bei 15 Minuten angekommen. Okay, warte, ich gehe noch ganz kurz eben zurück durchs Portal. Und dann gucke ich nämlich, würde ich sagen, dann einfach in der nächsten Folge. Aber ich will auf jeden Fall schon mal eben zurückgehen. So, alles klar, durchs Portal zurückgehen geht auf jeden Fall ohne Probleme, nicht so wie beim Hinreisen. Ja, der musste die Welt bestimmt erstmal generieren, deswegen hat das was gedauert. Kann sein. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir in dieser Folge, an dieser Stelle die Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ansonsten schaut mal lieben Kevin vorbei. Links sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Tschüss.